anders aus. Herzlich willkommen, sind wir ready für Spending 2012? Wir sind Rhino City! Wir erhoffen uns, dass wir Spass haben darüber. Das ist cool, den Abend. Und gerne, das ist das Beste. Was? Wir hoffen, du bekommst was. Ich habe mal die Idee gehabt und einfach mal ein bisschen gefragt. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir mal eine Band. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr immer noch zusammen sind und noch viel Spass haben beim Musizieren. Und dass wir vielleicht noch ein paar Auftritte haben. Heute haben wir sind Barker Trees. Wir sind seit ca. 3 Jahren eine Band und wir haben uns wegen Bandix zusammengeschlossen, die wir damals mal miterlebt haben. Wir machen ein bisschen Rock, aber nicht allzu hart, also wir nehmen mal ein bisschen poppige Melodien drin und ja, so Poprock. Wir erhoffen uns vom heutigen Auftritt, dass wir natürlich gewinnen und dass wir weiterkommen in unserer kleinen Karriere bis jetzt und dass wir weitere Auftrittsmöglichkeiten haben. Wir würden sehr gerne mal im Hallenstadion in Zürich spielen, weil wir mal vor richtig grossem Publikum stehen wollen und die Leute einfach berühren wollen mit unserer Musik. Wir hoffen uns viel Spass natürlich, gute Stimmung, dass es einfach mega abgeht, neue Erfahrungen zu sammeln, unseren Namen ein bisschen zu verbreiten und ja, einfach viel Spass zu haben. Bei uns entsteht eigentlich ein Song so, dass Leo oder ich einen Text bringen, oder der Stebu bringt eine Melodie oder sonst irgendwer etwas. Und in der Bandprobe putzeln wir dann das Ganze irgendwie zusammen. Ah, wir würden wirklich gerne mal am Greenfield oder allgemein an einem grossen Open Air spielen. Wenn du halt selber Stimmung machst, dann sehen es die anderen auch und dann haben sie auch den Spass daran. Wenn du sagst, hey, du machst da wirklich voll und ganz, du bist voll und ganz dabei, es kommt vom Herzen, dann spürt das Publikum und das Publikum macht dann auch mit.
Salut zusammen, wir sind Rusted Guns. Fucking Rusted Guns. Yeah, wir rocken euch her. Wir wohnen mal all diesen Typen, was hin wir sind. Und dann stürzen wir uns in die nächste Session. Und wer Bock hat, macht mit. Auch du. Ja, jetzt aber werden wir so richtig dreifachen. Hauptsache Party, so richtig. Hauptsache Exzess. Ja, wir würden sie gerne mal Ich bin mal selber auch Texte sind für uns. Das sind interessante Texte, es geht um sehr, sehr tiefgründig vor allem. Die Leute, die vom Blitz geschlagen werden zum Beispiel. Das ist schon recht geil. Ich spiele Gitarre und Gesang. Ich bin der Michael Kühni und ich spiele Bass und du noch mitsingen. Wir sind Bell. Bell. Parametz. Was erhoffen wir uns von diesem Auftritt? Also, erstens mal, dass wir das Publikum animieren können, dass wir unsere Songs überbringen können, dass das Publikum abgeht und dass ja. Schlussendlich, dass wir einfach Spass an der ganzen Sache haben. Also, unsere weiteren Bands sind einfach mehrere Konzerte. Und Bandix ist eine wunderbare Plattform, wo man sich auch wieder an der Öffentlichkeit präsentieren kann. Und natürlich mit einem Sieg, mit diesen vier Konzerten, wäre man natürlich auch nicht schlecht verdient. Wir sind ja nur eine Dreierband, das ist etwas Spezielles. Sonst, er frisst für zwei, also ja. Faktisch vier. Aber eben, das ist etwas Spezielles, weil meistens hast du eine grosse Band, wir sind nur drei. Da ist der Sound eigentlich schon ein bisschen einfacher, nicht so breit. Aber was es ausmacht, klar. Wir haben mega Spass an der Sache und wir sind eigentlich schon ziemlich zusammengewachsen. Wir merken, dass es funktioniert und es macht Spass. Das ist wie haben wir uns gefunden? Ganz simpel. Ich habe sie auf dem Internet gesucht und habe sie angefragt, die eine Band zusammenstellen. Und ich habe sie dann gefunden, wir haben es probiert und es ist aufgegangen. Das sind wir. Hallo zusammen, wir sind Pinguin. Spaß und einfach das Coole.
so absolute Traumdestination wäre wahrscheinlich irgendein riesiger Club. Z7 zum Beispiel oder ein Soldes, geiles Opening. Haben wir eigentlich so gemacht, dass ich die meisten Ideen eigentlich besitzt und einfach pro Fassung im Prinzip. Und dann müssen wir es einfach miteinander, dann, also alle miteinander ausarbeiten und sagen, nein, der Part ist voll gesaugt, das ist scheiße, das ist ein bisschen unser Sorry. Wir sind Before the DK! Also ja, das Hauptziel ist zuerst mal, dass wir irgendwie ja, Spass haben, vor allem, das ist das Wichtigste. Und dann, ja. Sicher wenn wir irgendetwas gewinnen. Ja, das ist schon nicht schlecht, ja. Was ich sage, sind eigentlich immer so verschieden. Ich mache so, so melodisch und zu schweren in den Riffs. Und die Little Leadship haben so fast jedes Lied als Solo drin. Und jeder von ihm sind meistens so jeder zum Achtel. Also sicher mal geile Sound und dann auch sind wir einfach so ein Band, wo einfach irgendwie versucht immer voll abzugehen auf der Bühne. Ich habe nicht gewusst, dass es einen Gewinner gibt oder etwas, aber ich finde es gut. Mir hat es allgemein gefallen und so, von der Stimmung, von den Leuten, von der Atmosphäre. Und da ja, hat mir gefallen. Es ist Hammer. Richtig geil. Es ist voll abgegangen. Es ist richtig abgegangen, wir sind cool gestanden. Ja, es war eigentlich mega geil. Einfach die Stimmung war mega cool. Und ja, es hat einfach Hammer Bands. Also uns war am besten, unsere Schülerband. Aber natürlich alle anderen waren auch mega cool. Bernardo, Talent. Schön gewesen. Es ist gut, dass sie eine Chance bekommen, dass sie auftreten können, weil Live-Musik kann man nicht im Übungsraum machen, sondern man muss das wirklich muss raus können, go spielen und das ist cool und weiter so. Ja. Ich habe mega Freude gehabt, weil wir sind irgendwie nah verbunden mit diesen Jungs und dann ist, wenn man sie sieht, was sie da ständig üben die Hause und Vollgas geben, ist die Kamera, wie sie auf der Bühne sehen und dann irgendwie, wie sie haben. Wir wissen am Ende, was sie machen und jetzt können sie es raus. Also uns hat es gefallen, mega. Vor allem auch die Mischung von klein bis groß und all die Stilrichtungen. Das ist in deinem lieben Gruß. Und die beste Schülerband 2012 ist Bogle! Applaus für...